Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vor. Da ist nämlich Pupsi, da ist David aka Busa und da ist der Geitsch, der Mannshaulwurf, genau. A.k.a. Bene, ihr wisst Bescheid. Der hat seine Freundin mitgebracht. Ihr seht hier, die Beine sind gespreizt. Die will heute filmen. Wir möchten nämlich mal die tausendjährigen Eier probieren. Jetzt steht da gar nicht 1000 drauf. Da steht nur Zeug, was man nicht lesen kann. Und wir haben Glück. Es ist nämlich noch bis August haltbar. Ne? Also vor 1000 Jahren. Und jetzt kamen sie an. Wunderbar. Da steht auch konserviert Ende Ei. Mehr muss man nicht sagen. Das sind die Hashtags fürs Video. Konserviert Ende Ei. Die sehen lustig aus, die sind hier in so einer Styroporverpackung. 6 Stück sind es auf jeden Fall. Wir wissen gar nicht, ob da jetzt eine Schale dran ist und man die schälen muss. Oder ob man die so essen kann, wie sie sind. Deswegen habe ich gesagt, am besten wir essen 3 mit Schale und 3 ohne. Ich bin aber mal gespannt. Wir wollen uns jetzt auf die Bank schwingen. Wollen die mal aufbeißen. Ne? Da ist der Meister, der filmt gleich hier mit seiner Freundin. Und dann schauen wir mal, wie die von innen aussehen. Wie die riechen. Wie die schmecken, wie es aussieht, wenn die wieder rauskommen. Nein, ich glaube, die sind eigentlich ganz delikatös. Was? Das war's, gut. Bis zum nächsten Mal. Moin, da sind wir schon wieder. Ich habe ja gesagt, wir treffen uns im Park. Diesmal ist es aber nicht die Fischbank, diesmal ist es eine andere Bank, weil da hinten die Sonne drauf geknallt hat. Da ist Ramses der Dicke, wie angekündigt. Hier ist der Dicke. Ja, der Geitsch macht gerade seine Ankündigung. Jetzt werde ich auch noch gestört hier. So, hier haben wir unsere Eier. Die schönen Dinger und ich würde sagen, die backen wir jetzt erstmal aus. Irgendwie, ich habe jetzt kein Messer mit. Oh, wegen der Polizei. Ah, das Fingermesser kommt zum Einsatz. Reilly, krallen wie Wolverine. Ja, nee, ich schmeiß mir es einmal runter, dann ist auch. Ist doch nochmal eingepasst. Ja, und es sind jetzt trotzdem Schalen, oder ne? Ja. Oh. Die stehen, riecht ja wie die Simpsons-Sticker, ja. Oh. Oder? Er riecht nach Klostein, oder? Das riecht wie Kneipenklo. Das sieht voll nach Arsch. Ja, geh doch aber. Klostein ist eine gute Sorte. Nach Entenarsch. So, ich werde sie ja nochmal hinhalten. Da haben wir die schönen Eier. Die sind noch eingepackt und stecken trotzdem schon. Boah. Ja, kann den in Ruch gleich erstmal anfallen. Das ist aber ein Schal. Wie machen wir es jetzt? Jeder nimmt eins in der Hand oder was? Jeder nimmt eins, ja. Gut. Wähle eine Praline. Sehen doch gut aus. Pack mal deins aus. Ich filme mich mal beim Auspacken. Er filmt mich mal beim Auspacken. Dann gebe ich Sandra die Kamera und dann rieche noch mal dran. Die Beutel kann man aufheben, oder? Kann man Frühstücksbrot reinpacken oder so. Das sieht doch aber schön aus. So, hier haben wir das erste ausgebackte Ei. Es riecht wie ein vollgepisster Klostein, ohne Witz. Alles klar. Ja, und wo klopft man das jetzt auf? Ja, ich habe schon überlegt. Normalerweise kann ich die auf den Kopf hauen, aber wenn da was rauskommt, ich will das nicht auf den Kopf hauen. Auf der Bank. So, wir schälen das mal. Warte mal, ich nehme mal hier den blöden. Ach nee, das ist ja Bioabfall, das kann man ja runterschmeißen, das Zeug. Das ist ja voll glibberig. Uah. Hui. Was ist das? Look at this. Wie es halt einfach nur schwarz und pervers ist. Ich krieg die blöde Haut nicht auf, jetzt habe ich sie. Uah. Ich weiß nicht, sieht man das? Oh, ja, oder? Das ist voll die riesen Luftblase. Das sieht sehr lecker aus. Vor allem glänzt es jetzt auch noch übelst. Boah, ich war schon immer zu blöd, Eier zu schälen. Ey. Ach, diese blöde Haut hier muss weg. Das muss richtig schön geleeartig sein. Ich glaube, ich hätte es mehr anrollen müssen in den anderen Regionen. Ich habe keine Schale in dein Bier gemacht. Denn dann tut es mir sehr leid. Das Bier ist Schal. Ey, fühlt sich aber gut an. Sieht auf jeden Fall gut aus, hat noch einen Fleck. Es fühlt sich an wie ein Scherzartikel einfach, als wäre es halt ein Stück Fruchtgummi-Ei. Weil's aber jetzt riecht es gar nicht mehr so schlimm, oder? Nein. Das ist nur der Anfang. Das ist bestimmt übelst genial. Aber ich bin zu blöd, ein Ei zu schälen. Hat jemand einen Eierschneider dabei, dass man es in. Das sieht auf jeden Fall interessant aus, oder? Wie können wir das so schnell? Einfach nur so ein schwarzes Glibungel. Ja. Bruder. Man sieht schon, du schälst. Boah, dein sieht ja auch richtig interessant aus. Boah! Oh, wie Katzen. Nee. Oh. Katzenfutter. Nee, das riecht wie Katzenpisse. Oh. Wer fängt an? Ich würde sagen, wir stoßen an.
Und dann beißt ihr da einfach mal rein. Anstoßen mit dem Ei. So, ihr müsst lieber abwechselnd. Warum? Na, dann sieht man von jedem die Reaktion. Ach, Karin. Nee, komm, beißt einfach rein und dann ist gut. Beißen einfach rein. Einfach die Kuppe oben ab, ja? Ja. Na, du bist zur Mitte. Uah. Schmeckt erst noch Ei. Und dann kommt der Geruch als Geschmack. Das schmeckt trotzdem nach alter Hund. Aber ein bisschen auch nach Ei. Oh, oh, jetzt kommen da noch Leute mit Kindern rein. Man sieht aber, das Außen, das Klipprige, das geht so ab. Und in der Mitte hast du dann das Eiweiß, das Eigelb. Was habe ich jetzt gesagt? Eigeil? Eigeil. Eigeil, das ist voll grün. Voll ekelhaft. Wenn man den Damen ein Ei anbieten, hier sieht man es nochmal, das Eigelb. Also man schmeckt krass, Eiweiß. Ei ist. Eiweiß, Eigelb. Das ist einfach ausgefriemelt. Guten Tag. Guten Tag. Wollt ihr ein Ei essen? Nee. Leute, was ist denn das? Das sind tausendjährige Eier. Boah, ihr seid ja eklig. Ach, seid ihr eklig. Die esst ihr doch nicht, oder? Doch, wir haben es versucht, aber... Da kotzt er doch, oder? Ja, noch ging. So, wir sind da gerade unterbrochen worden, hätte Paul Banzer jetzt gesagt. Jetzt einfach den Rest jetzt mit einmal. Kann man jetzt zusammenschneiden. Ich kann es nicht. Ich versuche jetzt hier erstmal das Stück Eigelb noch mit rauszubeißen. Ey, wenn du wirkst, geht's bei mir nicht weiter. Ja, ist cool. Pausieren, wenn ihr kurz. Ich kotze, ich wirke nur, aber es kommt nichts. Das ist alleine der Gedanke daran, was du da in der Schnauze hast. Das macht es doch viel schlimmer auf jeden Fall. Ich find, mach Pause. Ich will nicht, dass du neben mir runterkommst, wenn ich das im Mund habe. Ciao. Hast du es komplett drin oder was? Ja, runterfallen. Ich kann es ja nicht mal runterschlucken. Das ist wie mit dem Fisch, ich bin total weich, wenn es ums Essen geht. Auch Eier sind gut. Kauft mehr Eier. Und esst mehr Eier. Das Proteine drin, die sind wichtig. Vor allem nach dem Sport. Da sind die Finger ganz grün. Ich versuch's trotzdem nochmal, ich will was runterschlucken. Ja. Jetzt hätte ich es hinten gehabt, aber es kam direkt so schön Rostladen hinterher. Nee, Leute, es wird nichts. Wir haben noch 3 Stück. Die müssen wir nochmal kochen und dann essen. Wir machen uns Ruhe. Ich schaff's nicht. Jetzt werde ich auch nochmal das Eigelb. Boah, das sieht so. Das sieht richtig lecker aus, oder? Aber drin ist noch ein bisschen Eigelb sogar vorhanden. Also es ist wahrscheinlich erst 900 Jahre, keine 1000. Oh mein Gott. Schöne Ei. Das ist mal viel Ei. Ich glaube, der stirbt. Ich will ja aufs T-Shirt sterben. Grüne Hände. Scheiße, du bist fertig, Alter. Mein Kopf platzt. So viel Druck. Und jetzt noch jeder eins mit Schale. Nee. Mit Schale vor allem. Hupsi. Also ich kann es nicht schlucken. Bei mir ist wie mit dem Scheißfisch. Es geht hinter und dann, jetzt kam ja noch ein Stück das Ausmaß. Mit hoch. Das war ja nicht mal Spucke. Habt ihr auch schon mal tausendjährige Eier probiert? Macht's mal, die sind gar nicht so teuer. Wie viel hat die Packung gekostet? 6 Stück, 12 Euro. 6 Stück, 12 Euro, was das für Preise sind. Da freue ich mich auf jeden Fall. Aber die scheint zu schmecken hier. Ich weiß nicht, was die noch machen. Ich glaube, die 3 lasst ihr drin, oder? Die sind noch haltbar ein paar Monate. Genau. Die werde ich auf Arbeit verteilen. Teils auf Arbeit, Beste, was du machen kannst. Also Rainer, wenn du wieder das Video anguckst, ich biete dir eins an. Kannst einfach runterkommen und nachfragen. Gib mal. Danke. Ich glaube, die sind jetzt auf jeden Fall fertig. Oder egal, was sie machen.
Ja. Mir drehen so die Augen. Das kann man doch bestimmt auch noch essen. Das hat mich jetzt so aufgefühlt alles von innen. Da kam alles einfach nur dieser Hund. Der innere Schweinehund kam raus, sage ich mal dazu. Guckt euch an. Das ist noch übrig geblieben. Obwohl alles gelb und grün und eklig war. Ach nee, grün und schwarz und klar ist da trotzdem irgendwas Gelbes mit dabei. Das kam, glaube ich, von tief innen. Ich werde dir was erzählen, aber ich muss ihn einfach ausreden lassen. Lass mal so stehen, ne? Deswegen, das war's, glaube ich, von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Und guckt hier. Normales Eiweiß würde einfach zerfallen, wenn ich so mache. Sieht aus wie eine Bierscherbe, okay, aus jetzt. Gummi. Einfach nur. Der Mannshaulwurf macht bestimmt noch seine Abmoderation oder macht einfach weiter. Ich weiß nicht. Ich bin auf jeden Fall jetzt raus. Ciao. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ja,